Frisch ausgepackt und eingeschaltet wird dein Mr. Beam vermutlich grün pulsieren. An deinem Computer wähle das WLAN-Netzwerk mit dem Namen deines Mr. Beam aus. Das Passwort lautet Mr. Beam Setup. Mr. Beam funktioniert am besten mit Google Chrome Browser. Gib folgende IP-Adresse ein, um zur Software-App zu gelangen. Wenn du bereits ein Netzwerkkabel in deinen Mr. Beam eingesteckt hast, wird er vermutlich orange pulsieren. Du kannst dann einfach im Browser findmrbeam.org eingeben, um den Find Mr. Beam Service zu nutzen. Das ist die bequemste Verbindungsart. Wir empfehlen, gleich ein Lesezeichen anzulegen. In beiden Fällen wirst du bei der Ersteinrichtung mit dem Welcome-Dialog begrüßt. Hier kannst du nach Wunsch deinen Mr. Beam an dein Haus-WLAN anschließen oder diesen Schritt überspringen. Und falls die Verbindung nicht auf Anhieb klappt, keine Sorge. Es gibt sehr viele unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen und es kann mal etwas schiefgehen. Wir haben auch ein längeres Video-Tutorial zu diesem Thema verlinkt, sowie ein Troubleshooting-Guide in unserer Knowledge Base. Befolge den Welcome-Dialog Schritt für Schritt, bis du zur Software-App gelangst. Wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert unseren Kanal, um keine Neuerscheinungen zu verpassen, und klickt auf Like unter dem Video.